kommt der Moment der Wahrheit. Okay, Sebastian sieht einen schwarzen Balken mit sich. Die Schwärzung. Ich freue mich gerade. Es ist okay. Sebastian schwärzt nur ein bisschen den Bildschirm. Damit können wir leben. Er möchte halt gerne ein bisschen. Er kümmert sich um den Datenschutz. Sagen wir es so. Jetzt sollte es. Oh, ich bin gerade glücklich. Wie gestern. Ah, Fabius, hast du meine Ariel gesehen? Jetzt verhalte dich ganz normal, Fabius. Rede ganz normal, bitte. König Triton will dich sehen. Vater? Ich frage mich, warum. Oh Mann, was für ein wunderschöner Tag. Hallo Sebastian. Fabius und ich sind auf Abenteuerreise. Möchtest du mit uns kommen? Ich würde ja liebend gern, Ariel, aber ich bereite die königliche Gala für deinen Vater vor. Aber wenn du mich brauchst, Kind, bin ich für dich da. Können wir das ganz kurz appreciaten, dass ich es geschafft habe? Also ich als Noob, ich hab's hingekriegt. Ich hab's gestern auch schon hingekriegt. Und ich bin gerade richtig glücklich. Es tut mir leid, dass es so anfängliche Schwierigkeiten hatte. Ich weiß, ich wollte es eigentlich richtig professionell einleiten und so richtig so smooth. Hat nicht funktioniert. Habt ihr mitgekriegt. Aber jetzt läuft's. Ein Spiel ohne Sammel-Action? Das wäre doch öde. Das wird doch Sammle die öde. Münzen für den Spaß. Sammle die wunderschönen Perlen für die Geheimnisse. Ui, du hast gerade geruckelt gespielt. Das gefällt mir nicht. Nein, aber es sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, hallo Alana. Ach, du bist es, Ariel. Hast du meinen Kamm gesehen? Los, gehen wir ihn suchen. Jetzt können wir endlich die Abenteuer von Ariel erleben. Und es ruckelt nicht. Ja! Das Orchester klingt aber nicht so gut. Ich frage mich, um was sie sich Sorgen machen. Lass uns Sebastian finden. Also ich mache mir keine Sorgen mehr um die FPS. So, wir gehen mal erstmal weiter. Guck mal, was es sonst so gibt, ne? Ist ja jetzt so das erste Mal, dass wir das gestreamt haben. Ja, das ist vorher. Na, das erste Mal. Oh, Ariel, ich habe meinen goldenen Ring verloren. Würdest du ihn für mich wiederfinden? Aber natürlich. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt, als ob es aus dieser Muschel da kommt. Muschel? Öffne dich. Hey, sieh mal, da ist Alanas Kamm. Ich frag mich immer noch, wie kam dieser Kamm zu dieser Muschel? But that's okay, wir werden das nicht in Frage stellen. Wir werden das einfach so akzeptieren. Boah, ich bin gerade so glücklich. Hier, Schwester, hier ist dein Kamm. Gefunden, Alana. Alana, danke. Oh, und hier ist der Schlüssel zur Schatztruhe in Vaters Thronsaal. Glaubst du, dass wir einen Schatz finden werden? Ich wollte dir sagen, hier ist dein Kamm und nicht ist dein Kamm. Und ich habe mich gerade erschrocken, weil es hat geruckelt. Aber ist okay. Wir gehen jetzt die Sache ganz entspannt an. Ganz entspannt. Und sammeln erstmal hier alles. Was wir so in die Finger bekommen können. Niemand geht, bis der Ring des Königs zurückgegeben ist. Wir sollten besser bei der Suche mithelfen. Ich bin die Prinzessin, hallo? Warum muss ich mir die Hände schmutzig machen oder meine Flossen schmutzig machen, um einen Ring zu finden? Warum ist Ariel so klein neben diesen Typen? Ah ja. Sie ist ja eigentlich ja noch ein Kind, ne? Und Turbo Speed. Ich glaube, wir haben auch Power. Oh Mann, dieser Musiker meines Orchesters hat da etwas in seinem Blasinstrument.
Wenn du mit deinem Schwanz daran klopfst, könntest du es herausbekommen. Mach's gleich. Ein bisschen Geduld, lieber Sebastian. Ich muss jetzt erstmal das hier öffnen. Hey, das ist meine Tasche. Jetzt kann ich viele schöne Dinge für meine Schatzsammlung zusammensuchen. Mhm. Na wunderbar. So, jetzt helf mir dir. Übrigens haben wir auch eine super Power. Wir können Wasser bändigen. Oh, danke dir, Ariel. Jetzt kann das Orchester ein bisschen Musik spielen. Ach, okay, die Musik will wieder nicht, ist kein Problem. Ich mach die Musik für euch. Komm, lass uns spielen gehen. For the full experience. Under the sea. Under the sea. Oh, und Ariel denkt immer daran, von der Wasseroberfläche fern zu bleiben. Natürlich. Alles, was du sagst, lieber Daddy. Wir hören ja sonst auch so auf dich, ne? Ne? Hä? You get it? You get it? You get it? Okay. Wir gehen einfach weiter. Under the sea! Under the sea! Das habt ihr gemerkt, ne? So richtige Real-Life-Experience. Wir gehen in den Raum und da fängt Musik an. Dann gehen wir raus und hört's auf. For the full experience, ja, ja. Auf geht's. Adventure Time. Da, 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 das Neue ist in mir. Wir haben es geschafft. Weiter geht's zum Schiffsfriedhof. Sorry. Nicht so schnell schwimmen kann. Da ist es. Ist es nicht wundervoll? Definiere wundervoll. Wundervoll grässlich? Wundervoll kaputt? Da kommt wieder Sebastian und Datenschutz. Unheimlich. Hier ist nichts. Lass uns zurück nach Atlantica schwimmen. Du wirst doch nicht etwa kalte Flossen kriegen, oder? Wer, ich? Niemals. Oh, Fabius, sei keine Kaulquappe. Was ist verkehrt an einer Kaulquappe? Ariel, dieser Ort macht mir Angst. Bitte sei vorsichtig. Hier gibt es nämlich Haie. Oh, Captain Obvious. Habe ich bisher noch gar nicht gemerkt, dass es hier Haie gibt. Ich meine, habt ihr hier irgendwo ein Hai gesehen? Also echt nicht. Ariel, benutze deinen Schwanz, um Dinge zu zerschlagen oder zu verschieben. Versuch's mal mit diesem Bass. Mich irritiert diese Linie da im Hintergrund. Bam! Eine Perle. Also, das war doch kein Hai. Das war doch... Ariel, sieh dir das mal an. Was denn? Also warte, ich kann doch da hoch. Tja, dieser Hai ist nicht so schlau, dass er da hochkommt. Wir warten, dass dieser Delfin vorbeischwimmt. Ein Schlüssel. So, und hier. Bam! Thank you. Patrick Saar muss dran glauben. Meerjungfrauen ernähren sich von Seesternen für die Gesundheit. Das ist sowas wie Wikimedia Night für die Meerjungfrauen. Sich so mit so einem Seestern einzuschmieren. Okay, es geht schon zu weit. Das geht schon zu weit.
Ach, hier ist noch eine Kiste. Bam! Okay, das geht nicht kaputt. Ein paar Münzchen. Ariel, sieh dir das mal an. Ja, gleich. Erstmal ein bisschen Money. We need some money. Oh, eine Sekret. Diese Musik auch noch. Boah, das ist so Kindheit einfach wirklich. Ich hatte mega Schiss vor diesem Spiel als Kind. Also vor diesem Level. Ach, guck mal, da ist unser Freund, der Delfin. Ich glaube hier rüber. Ariel, wo bist denn du? Okay, da hoch komme ich. Nee. So, dann rein da. Was das wohl sein könnte? Ein Schnarfblatt. Ariel, sieh dir das mal an. Oh, Lucky. Was das wohl sein könnte? Löffel. Ui. Jetzt kommt der gruseligste Part ever. Das gefällt mir gar nicht. Oh, Fabius, beruhige dich. Es wird nichts passieren. Mhm. Der Delfin kommt. Nein, schwimm weg, Ariel, allein. Oh mein Gott, ich muss Gas geben, aber gleichzeitig looten. Das ist gar nicht so einfach. So. Boom. Fabius, du bist wirklich eine Kaulquappe. Naja, also jeder normale Mensch hätte in dieser Situation auch Angst gehabt, Ariel. Oder auch jeder normale Fisch. You know? Ariel, sieh dir das mal an. Ich bin doch gerade dabei. So, und hier. Boom. 100% im Level geschafft. So. Yay. So, das brennende Schiff kommt jetzt als nächstes. Das Level, wo wir unseren zukünftigen Husband kennenlernen. Genau. Den Juden Erik. So dramatisch. So fucking dramatic. Das brennende Schiff. Oh nein. The table. It's broken. Oh nein, Prinz Erik geht unter. Schwimm an dem ganzen Abfall hier vorbei und rette ihn, bevor es zu spät ist. Okay, wir retten ihn, bevor seine Muschel oder Schnecke, was auch immer das darstellen soll, voll ist. Aber gleichzeitig schaffen wir die 100%, ohne dabei zu sterben. Das ist das Ziel, Leute. Das ist das Ziel. Uiuiuiuiuiui. Da ist eine Münze. Die habe ich übersehen. Ja. Money hat seinen Preis, Ariel, honey. Money hat seinen Preis. Diese Linie irritiert mich ein wenig so im Hintergrund. Aber gut. So. Juhu. Ja. Geld geht vor, mein Lieber. Geld geht vor. Ah! Was ist los, Ariel? Was für Zuckungen hast du?
Was ist denn los? Ja. Knall in jedes Fass, Ariel. Knall bitte in jedes Fass. Hast du alle Fässer durch? Gut, freut mich. Hey, wir haben aber keine 100%. Es muss doch hier irgendwo noch so einen Geheimgang oder so geben, oder nicht? Guck mal, da ist doch eine Kiste. Das schreit doch nach Dings. Erik, du musst halt ein bisschen die Luft anhalten. Was soll ich dir sagen? Hier ist auch noch mal eine Kiste. Bam, Junge. Da ist auch noch was. Okay. Ui, ui, ui. Ui, das ist ein bisschen knapp gerade. Hä, aber wir haben nicht alles. Da ist er, Ariel. Ja gut, der stirbt mir sonst noch hier. Ja, yeah, ich rette dich hier, komm hier, klatsche, boom, bam, Junge. Wir sind mal so sozial. Wir haben aber nicht 100... Hä, ich hab nur zwei. Wo sollten da noch mehr sein? Was hab ich gesehen? Was hab ich denn da übersehen? Ah ja, gut. Entweder Level schaffen oder looten. Man muss Prioritäten setzen. Armes Kind. Armes, süßes Kindchen. Diese Misere bricht einem glatt das Herz. Oh, könnten wir doch nur etwas für sie tun. Vielleicht könnten wir das. Es ist ihm so rausgeflutscht. Ariel, wo bist du hin? Ariel, was siehst du mit diesem Fischabfall? Sie bringen mich zu Ursula. Ariel, nein, nicht! Sie ist das Böse! Sie ist ein Monster! Sie... Erzähl's lieber meinem Vater. Das kannst du doch am besten. Oh, Savage, Ariel. Reise zu Ursula. Darf ich jetzt auch... Dürfte ich jetzt auch mal was sagen? Ja, ist ja gut, Leute. Hier entlang, hier entlang. Hab keine Angst. Haben die richtig viele Sätze einstudiert. Oh, schnell. Nein! Haben wir voll Leid auf die Nuss bekommen. Zekrin worden. Da, 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 da. Ich habe keine Angst. Hier ist auch nochmal ein Träumchen. Ein Träumchen. Komm rein. Wir müssen doch nicht zwischen Tür und Angel rumstehen. Hab keine Angst. So langsam wird mir das suspekt, wie oft ihr das sagt. Nein, ich gehe da lang, wo ich lang will. Jetzt haltet eure Kuschen. Haltet eure Kuschen, sonst gehe ich nirgendwo lang mehr. Bleib ich nämlich genau da, wo ich bin. Also halt, stopp, jetzt bin ich. Aua. Bro, ich krieg ja jetzt voll aufs Maul. So, jetzt. Schnell! Nein, diese Münze. Diese Linien irritieren mich. Was soll denn das? Sind wir hier bei Paint oder was? Boah, los komm.
weh, es tut mir weh. So. Könnte ich da irgendwas kaputt machen? Nee, oder ne? Schnell, schnell. Oi! Uriel! Da ist eine Perle. Let's go. Unfortunate soul. Vor dem Garten der verlorenen Seelen. Bitte schlag mich nicht. Bitte schlag mich nicht. Bitte schlagen Sie mich nicht. Dankeschön. Dank. Au! Ich sagte, schlag mich doch nicht. Hallo. Ich bin hier, um euch zu retten, ihr undankbaren Wesen. Undankbaren Unkraut. Bah, ha, ha, ha. We did it. Ursulas Höhle. Jetzt kommt der erste Bosskampf. Ohne dass es ruckelt. Das war ganz schön knapp. Zu knapp. Nein, so eine Schlampe. Ist besser als ich dachte. Ach, wenn das so weitergeht, dann küsst ihr sie noch vor Sonnenuntergang. Also, ja, Zeit, dass Ursula die Angelegenheit in die eigenen Fangarme nimmt. Tritons Tochter wird mir gehören. Ich sehe ihn schon vor mir. Er wird sich winden wie ein Wurm am Angelhaken. Okay. Wir betreten Ursulas Höhle, ihre Muschel. Wie passt die eigentlich da rein? Ich meine, okay, ich werde diesen Gedanken jetzt nicht beenden. Die Tochter des Meereskönigs. Jetzt bin ich Herrscherin über alle sieben Meere. Ihr erbärmlichen, unbedeutenden Narren. Wo ist eigentlich Prinz Erik? Ariel, benutze deinen Schwanz für die roten Flaschen und besiege so Ursula. Viel Glück. Dankeschön, Sebastian. Danke, dass du mir hilfst, sie zu besiegen. Ja, genau. Ah, oh, das war knapp. Puh! Und piu! Usch. Nein, ich hab ihr Heilung geschickt! So, jetzt kriegst du aber hier. Hier. Ein bisschen rote Betesaft. Den magst du doch nicht. Bam! Blaues Heilung für dich. Das geben wir dir natürlich nicht. Nein, nicht grün. Nein. Da hat mir doch die Olle tatsächlich wehgetan. Wo sind wir da hier, du? So, jetzt reicht's. Jetzt war ich ernst. Nein. Ariel. Jetzt vorbei mit dir. Das war ein heftiger Bosskampf, muss ich sagen. Ich habe echt um mein Leben gebannt. Und ihre Kette mit unserer Stimme. Na wunderbar. Der Papi hat wieder seine Gabel, sein Dreizack zurück. Wir helfen gern.
da schwimmt der Papa ins Wasser. Habe ich gar nicht gesehen gehabt. Genau, da ist die Mauer. Wie die Mama. Der Meeresgarten. Dann sind wir, glaube ich, bis zu dem Punkt angelangt, wo auch Melody eine Meerjungfrau war. Und dann hat es einfach zu heftig geruckelt, dass ich das abbrechen musste. Hallo, Melody. Hallo, was für ein wunderschöner Tag. Was sollen wir bloß machen? Lass uns Muscheln sammeln. Ich werde zu alt für so etwas. Melody, mein Kind, vergiss nicht, an der Wasseroberfläche Luft zu holen. Nee, Sebastian. Hättest du mir das jetzt nicht gesagt, dann wäre ich jetzt instant gestorben. Einfach so aus Reflex. So wie mit Müttern, wenn die sagen, hast du getrunken. Ach, guck mal, diese Blumen im Hintergrund. Die sind schüchtern. Seht ihr das? Guck, sobald wir kommen, gehen die weg. Ploppen die wieder zurück. Das ist sehr, sehr süß gemacht. So, wir schwimmen mal ein bisschen schneller hier durch. Da ist eine weitere Muschel. Wir müssen 10 Stück sammeln. Wir holen mal hier ein bisschen Luft. Und dann tauchen wir wieder ab. Da ist wieder eine Muschel. Tschüss. Hallo, was? Diese Klappe wollte mich gerade begrapschen. Sebastian, tu was dagegen. Bro! Warte mal, ich muss Luft holen. Ich muss Luft holen. Ich muss Luft holen! So, jetzt gehen wir in diese wunderschöne Höhle rein. Ich schwimme mal ein bisschen schneller. Da ist eine Perle. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nö. Das ist so schön, wenn es mal nicht ruckelt, sondern dass wir da auch... Kann ich hier hoch? Nee, ne? Sah ein bisschen so aus. Ach, guck mal! Ui, ui! Melody, bitte nicht! Meine Loot-Geilheit ging's, also war Priorität... Looten, anstatt zu atmen. I'm sorry, Melody. Es kam so über mich. Ich konnte es nicht kontrollieren. Hier, guck mal. Schnappe ein bisschen Luft. Dann nehmen wir das hier. Fabius begleitet uns wieder schön. So. Melody, ich glaube, ich habe den Delfin hier früher schon mal gesehen. Das ist kein Delfin, das ist ein Hai. Hallo, ich wollte gerade diese Perle sammeln. Steh nicht! Nein, die Perle ist wichtiger. So, jetzt. Es heißt ja, dass die Delfine eigentlich gar nicht mal so süß sind, ne? Also Delfine sind schon... nicht ohne. Ich habe mir so ein paar Fakten durchgelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich zu 100% so stimmen, aber Delfine sind nicht so freundlich, okay? Die sehen nur freundlich aus. Aber sie haben nur ein schiefes Gebiss, deswegen sehen sie also aus, als ob sie lächeln würden. Aber in Wahrheit sind sie nicht so freundlich gestimmt. Oh, guck mal, das war vorher auch nicht da. Genauso wie das da. I mean, like, wir waren doch hier drin und da war doch gar nichts. Ich fühle mich verarscht. Diese Linien irritieren mich immer noch. Geht weg, ihr blöden Linien. Geht weg, geht weg. Weg. So, ich bleib jetzt an der Oberfläche.
Tschüss, Delfin. So, 100% vom Level haben wir geschafft. Haben die richtig gut gemacht, ne? Ich meine, die Grafik ist eh schon kaum zu sehen und dann haben die das auch noch in so ein Gebüsch versteckt. Wunderbar. Es ist nicht leicht, ein Teenager zu sein. Und alle in deinem Alter kommen sich ungeschickt vor. Und Melody? Was ist das? Da steht mein Name drauf. Dieses Lied, das habe ich schon mal gehört. Das ist Atlantica. Mit Meermenschen, die ganze Stadt. Mutter, du hast mir erzählt, das sei nur altes Seemannsgarn. Wo hast du das her? Ich hab's gefunden. Du bist über die Mauer gegangen, nicht wahr? Eigentlich mehr unten durch. Ich hasse diese blöde Mauer. Melody, du weißt, dass du nicht ins Meer darfst. Aber warum nicht? Und warum hat dieses Medaillon meinen Namen drauf? Melody, hör mir zu, bitte. Du verheimlichst mir etwas. Ja. Ja, das stimmt. Die Mutti hat ein Geheimnis. Ich frag mich, wie sie da so tief tauchen konnte. Da muss doch so ein fetter Druck auf den Ohren liegen. Aber ich meine, sie kann ja auch mit Fischen reden, also. Über was mache ich mir hier Gedanken? Oh nein, da sind die ganzen... Ich muss mich aus dem Schloss schleichen. Sebastian? Sebastian? Ich teile die Meinung dieser jungen Dame nicht, aber ich habe versprochen zu helfen. Am Ende des Strands ist ein Boot, aber du musst erst die Route finden, um zu entkommen. Alles klar. Haben wir alle schon gemacht beim letzten Streamchen. Also stimmt, darüber... Ja. So viel zum Thema haben wir alles gemacht und dann bin ich trotzdem blöd. Das sind die Krabben, die uns abrippen wollen. Die wollen Sachen von uns klauen. Und wir dürfen das nicht zulassen. Ein wunderbarer Cake. Nope. 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 Ich brauche diese Münzer. Ha! Nein! Der hat mir meinen Kuchen geklaut. Mann! Das würde ich erstmal schaffen. Ja, ich muss ja. Ich habe ja keine Wahl. Diese blöde Knappe hat mir meinen Kuchen geklaut. Warte, erstmal ein bisschen. Warte. Ich gönne dir diesen Moment noch mit meinem. Du darfst noch ein bisschen mit meinem Kuchen drum laufen, okay? Ich gönne es dir. Ich gönne es dir. Einen kleinen Moment gönne ich dir noch. Guck, 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 wie glücklich der ist, weil er meinen Kuchen hat. Ha? Freust du dich? Ha? Freust du dich jetzt noch? Ha? 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 Habe ich mir schon fast gedacht. Weiter geht's. Achso, ich kann auch rennen. Aua! Boah, bin ich blöd! Fütter mich! Ich bin so hungrig! Kuchen! Ich bin neidisch auf diese Klappe. Dieser Kuchen sieht schon nice aus. Ja, das sieht schon nice aus. Hallo? Dankeschön. Wieso hat ein... Ich werde nicht fragen. Wo ist der Stein? Wo ist mein Stein? Nein! Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber gut. Habe ich alle Münzen eingesammelt? Wo ist mein Stein? This is my only weapon. Mein only Verteidigungsmittel. Nein, du willst mich jetzt nicht abrippen. Hau ab. So. Wunderbar. Ui. Hier oben. Und Jump! Melody! Bam. Und wir schieben das jetzt dahin. Hier. Deine Eltern haben ein Geheimnis für dich und deswegen willst du direkt wegrennen hier. Was soll denn das, junge Dame? Was ist das jetzt? Hier, zu meiner Zeit. Was? Zu meiner Zeit ging es nicht hier, du. Die Mutti hat alles gehört.
Die hat sogar das Augenblinzeln gehört. Und geschweige denn, wenn ich die Tür aufgemacht hätte, um wegzurennen. Was ist denn los mit dir? Kind! Ich will diesen Stern! Ich will diesen Patrick Star haben. Heya! Oh mein Gott. Jump! Nicht an der... Jump. Yes! Dankeschön. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Warum? So, wir schieben das schon mal, weil wir müssen ja zum Boot. Wir müssen ja hier einen Ruder finden. Und just for the fun part. Ich mag das Geräusch, was... wenn das auf die... kurzer Lag im Gehirn. Wenn es auf die Klappe trifft. Dieses Boing. Das da meine ich. Sammel! Was ich alles für dich tue, Kind. Ja, du hast ja richtig viel Engagement gezeigt, Sebastian, hier. So. Boing. Nein! Boah, Gott sei Dank. Nein, hör auf, das zu werfen. Warum willst du das? Das wollte ich nicht. Du solltest einfach nur springen, meine Liebe. So. Ui, nein, nein, nein. Okay, gut, dass sie an denen so ein bisschen vorbeigerauscht sind. Boing. Los geht's. Adventure Time. Und was auch geschieht, du darfst auf keinen Umstand und unter keine Fälle in Panik geraten. Melody! Melody ist weg! Ja, was machst du denn hier? Es ist alles meine Schuld. Ich habe versucht, sie aufzuhalten. Ich bin ein totaler Versager. Sie ist weg? Aber wohin? Hinaus! Hinaus! Aufs Meer! Was meinst du damit? Und wo will sie denn bloß hin? Zu Morgana. Und kann sie mir sagen, wo das Medaillon herkommt? Und warum mein Name draufsteht? Oh, aber ja doch, Kindchen. Morgana ist die Größte. Sie wird dir helfen. Okay, also dann los. Läuft. Das Eismeer. Bis hierhin haben wir das letzte Mal gespielt, genau. Weißt du, dass du kein gewöhnliches Menschenkind bist? Was du bist? Eine Meerjungfrau? Aber das ist unmöglich. Schnuckelchen, nichts ist unmöglich. Sie können mich in eine Meerjungfrau verwandeln? Das geht im Fisch umdrehen. Komm, meine Kleine. Dein Schicksal erwartet dich. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin eine Meerjungfrau. Weg den Fisch, der in dir steckt. Ich bin eine Meerjungfrau. Oh, meine kleine Perle. Ich hatte nicht genug von dem Trank für einen ewigen Zauber. Bitte? Nein.
Ich könnte den Zauber verlängern, wenn ich meinen magischen Dreizack hätte. Aber der ist mir vor Jahren von einem kleptomanischen Psychopathen gestohlen worden. Und niemand kann ihn mir zurückbringen. Vielleicht könnte ich es versuchen. Naives Kind! Wir sind jetzt im Eismeer. Hoppity hopp. Wenn ich diese Spiel spiele, habe ich dann immer direkt auch Bock, den Film zu gucken. Mit Melody. Mich verirrt ein bisschen hier im Wasser. Finde den Wal, Melody. Er wird dir helfen. Oh, ist das kalt? Ja, ist auch das Eismeer. Jetzt sind wir eine wunderbare Meerjungfrau. Hä, was habe ich da gerade gemacht? Was habe ich da gerade für ein Looping gemacht? Nee, warte. Oh, guck mal! Wusste ich gar nicht, dass ich das machen kann. Bro! Oh! Kennst du den Weg nach Atlantica? Das hier ist Flip. Bin top. No one asked. Entschuldige bitte, musst du denn jedem gleich unsere Lebensgeschichte erzählen? Wir sind auf Geheimmission! Ich wollte doch nur freundlich sein. Nobody asked. Wie dem auch sei, hallo. Wir haben das Eisschwert verloren. Würdest du es bitte für uns finden? Ich hab nur gefragt, wo Atlantica ist. Lasst uns das Eisschwert finden. Aber wo ist Atlantica? Wieso ignoriert jeder meine Frage? Nein, ich will... Whee! Der macht. Guck mal. Wir können diesen Stunt machen, weil wir cool. Oh mein Gott, guckt euch das an. Hallo, mach es nochmal. Mach es nochmal. Mach es nochmal. Wie cool. Okay. Ich wusste gar nicht, dass es kann. Cool, cool. Wir können das Eis brechen. Das Eis kann uns nichts anhaben. Wir sind stahlhart. Süß. Kleine, süße Babys. Ich gehe jetzt in euer Haus. Einfach so, ohne dass ihr mich eingeladen habt. Because I can. Und ich klaue euer Geld, euren Seestern und eure Perle. Ohne euch zu fragen. Ihr könnt nichts dagegen tun. Was mit dir? Es ist ein Monster. Bleib weg von ihm. Monster? Wo? Okay, Fischi. Wenn du sagst, es ist ein Monster, boah, es ist schön, es ruckelt nicht, es ist so wunderbar. Ui. Qualle, bleib weg von mir. Da ist dieses Eisschwert. Ich habe immer gedacht, das wäre die Flöte von ihrem Papa. Der das ins Wasser geworfen hat und das ist dann irgendwie in eine Höhle getrieben worden. I don't know, okay? Ich hatte eine blühende Fantasie als Kind. Don't judge me. In meinem Kopf sieht es aus wie die Flöte von Erik. Aber nein, es ist ein Eisschwert. Oh mein Gott, ihr seid so süß. Und schon wieder. Guck mal, die gehen dann in ihr Haus rein, wo ich sie abgerippt habe. Süß, 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 süß. Danke dir, Melody. Wir werden für immer Freunde sein. Komm, gehen wir auf Entdeckungsreise. Nein, danke. Ich muss nach Hause. Nach Hause? Du wolltest nach Atlantica? Bro, warst du nicht... Warst du vorher nicht woanders? Wieso bist du jetzt da? Okay. Ich werde das jetzt einfach ignorieren. Bro. Mein Gott, er guckt uns nach. Please, halt uns nicht für Essen. Wir sind Freunde. Bro. Ich meine, wie gesagt, also ich habe das damals auch schon beim letzten Film gesagt. So, wenn man es jetzt hört, ist es
Und dann denke ich so, oh süß, guck mal, wie so ein Wal sich anhält. Aber stell mal vor, du bist im Wasser, ne? Irgendwo im Nirgendwo. Und du hörst auf einmal das. Bro, das ist schon unheimlich. Das ist mega unheimlich. Qualle! Hau ab! Du auch. Kann ich euch nicht irgendwie mit meinem Wasserbändigen irgendwie wegtreiben? Namen des Mondes! Okay, bringt nix. Bro. Ihr seid genau da, wo das Geld ist. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Sieh mal, da ist etwas in dem Eis. Was ist denn da drinne? Was ist das? Ist das Pfeffer? Ich glaube, das ist Pfeffer. Wieso ist dieser Fisch da? Der stalkt mich, Alter. Das ist Joe von You. Vielleicht können wir damit gegen das Mama Monster vorgehen. Das ist tatsächlich Pfeffer. Was macht Pfeffer im Wasser hinter einer Eiswand? Can somebody explain this to me? Also da ist meine Theorie, dass das die Flöte von ihrem Papa ist, gar nicht mal so abwegig. Wenn hier einfach so ein Pfefferstreuer rumliegt. Hinter einer Eiswand. Ist hier irgendwas? Ach, guck mal, hallo. Dum, 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 dum. Ist ja gut, du Wal, jetzt chill mal deine Lage. Was ist denn dein Problem? Hast du Münzen bei dir? Tatsache. Yes, Level voll. Los geht's. Adventure Time. Mit einem Wal. Den Weg nach Atlantika. Kennt einer von euch zufällig den Weg nach Atlantika? Ich hab's wirklich eilig. Warum willst du nach Atlantika? Ich muss etwas holen, das einer Freundin von mir gestohlen worden ist. Wenn nicht, werde ich wieder ein... Ein was? Was wirst du dann wieder? Ein Mensch. Wir begleiten dich. Wirklich? Wirklich? Sie ist eine Meerjungfrau in Nöten. Das ist unsere große Chance. Puh, ich lass mich immer wieder überreden. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Also gut, wir sind dabei. Auf nach Atlantika! Let's go! Rückkehr nach Atlantika. Mit der wunderbaren Melody, die ihren Opa beklauen will. An den Wächtern kommst du vorbei, wenn sie dir den Rücken zukehren. Sonst erwischen sie dich, Melody. Wie, warte mal, ich muss jetzt so ein Versteckspiel machen? Ich sag, boah, Alter, an das erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay. Hahaha. You didn't see me. Blöde Wache. Ach, guck mal, wenn man da höher schwimmt und da wieder drin. Wow! Kann ich über dir? Kann ich nicht über dir? Ich kann doch über dir. Ich bin ein Stein. Ein wunderbarer Stein. Bro, ich hab's nicht gesehen, du Fisch. Das ist kein Loch, ne? Nein. Hey, was ist da oben für ein Fisch? Ist das nicht dieser Fisch, der... Nemos... Marlins Frau und so getötet hat? War das nicht der? Sieht so aus, ne? Da war doch, oder? Das ist doch dieser Fisch. Vielleicht ist es so parallel, so ein Geschehnis. Fress nicht die Kinder von Merlin!
Oder Marlin. Er hieß Marlin, nicht Merlin. Tja. Was soll denn das? Geh weg, Fischi! Bleib klein! Hau ab! Okay, ist noch eine Wache. Wir gehen ganz gewagt an ihm vorbei. Da ist auch wieder der... Oh mein Gott, geh du auch weg. Bitte geh auch weg. Nein, ihr geht jetzt alle weg. Danke. Leave Britney alone. Okay, da sind meine Freunde. Hallo Tip, hallo Job. Könnt ihr mir helfen, wieder zurück nach Atlantica zu kommen? Oh, ich weiß nicht so recht. Hier treiben sich ein paar unangenehme Barracudas herum. Och, beachte ihn nicht. Natürlich werden wir dir helfen, Melody. So, lass mich mal einen Plan ausdenken. Wenn du dir einen Plan ausdenkst, gehe ich schon mal ins Gebäude und rippe meinen Opa ab. Dass dieses Gebäude auch nicht so bewacht wird, ne? Ich meine, da hinten waren ein paar Wachen, aber die schauen sich die Aussicht an. Oh, guck mal, diese Perle. So. Wenn der mich sieht, bin ich dann dran? Oder muss ich mit dem quatschen? Oder muss ich diesen Salat hier aufnehmen? War da was? Stimmt, ich musste den Salat nehmen. Halt! Niemand darf den Thronsaal betreten. Weißt du, was ich mich frage, wo wir Ariel gespielt haben im ersten Level? Da gab es diesen Durchgang gar nicht. Hat der renoviert, der Fahrer, oder was? Anscheinend. Achso, warte. Jetzt muss ich denen, glaube ich, den Salat geben. Damit die denken können. So als Snack. Hier, das kannst du benutzen, um König Triton abzulenken. Oder so. Warte mal, da kommt mir eine Idee. Und nach, Melody. Los geht's. Nun, keiner wundert sich, weil dieser Tisch poltert und rumpelt und sich sogar bewegt. Sogar die Wache bemerkt es nicht einmal. Nobody. Was? Im Palast gibt es ein Problem. Glaubst du, dass sie Melody gefunden haben? Weißt du? Also, der sagt sogar ihren Namen. Ich meine, sie ist unter dem Tisch. Sie ist nicht irgendwie in einem anderen Land. Dass sie das nicht checkt. Dass sie sagt, denkst du, sie haben Melody gefunden? Like, Bro! Da ist es ja. Eine Gabel? Wir riskieren Kopf und Kragen für eine Gabel? Ja. Diese Gabel ist sehr, sehr mächtig. Müssen wir hier lang? Ach ja, tatsächlich. Da haben wir irgendwas übersehen. Ich werde jetzt mit diesem Dreizack alle Gefahren widerstehen. Ich habe hier irgendwo habe ich was übersehen. Big Fishy. Die Wachen sind doch jetzt weg, ne? Oder? Jo, die sind doch weg. Ich dachte, das kann ich vielleicht kaputt machen, dieses Ding hier, aber anscheinend nicht. Mir fehlt nämlich noch ein bisschen was für die 100%. Hä? Wo ist es dann? Ich hab doch irgendwo was übersehen. Ah! Gott. Hau ab, du blöder Fisch, du. Bro, Alter, was? Der hatte eine super Saiyajin-Attacke. Was war denn das? Guckt. Seht ihr? Wir haben einen ganzen Raum übersehen.
Und das hat mich Leben gekostet und wir haben dafür einen Seestern gefunden und dafür wieder... dafür sind wir zweimal wieder in einen Fisch gelaufen. Hat sich also direkt gelohnt. Jetzt schwimmen wir schnell wieder zurück. Und versuchen nicht gegen andere Fische zu schwimmen. Stellt sich ein bisschen schwieriger. Aber wir schaffen das schon. Yippee-yay. Wir haben den magischen Dreizack. So, los geht's. Ganz kurz, falls mein, ich speichere jetzt mal, falls mein Player streiken sollte aus irgendwelchen Gründen. Kann ja passieren. Weil wir, also erst morgen den neuen, also ich krieg morgen erst den neuen Player. Das heißt, der kann jetzt immer noch ein bisschen Faxen machen. Und um das, was sind das? Rückkehr zu Skuttles Island. Ich möchte gerne dieses Spiel speichern. Boah. Wo kann ich denn speichern? Spiel laden, speichern. Wie schön sie schwimmen. Level 10. Perfekt. Es wurde gespeichert, ne? Ups, jetzt bin ich wieder... Ja, es ist gespeichert worden. Das Korallenriff. Oh, jetzt spielen wieder Ariel. Mein Gott. Skuttle, du wirst nicht besser mit deinen Gehirnerschütterungen. Es ist wieder Ariel im Korallenriff. Das ist ja Ariel 2. Ich frage mich, ob es ein Ariel 1 gibt. Ich meine, man spielt ja auch den Anfang hier. Bro, da ist wieder ein Delfin. Ich hoffe, dass es nicht schon zu spät ist. Wir sind aber immer noch so klein wie damals. Und wieso ist das Meer jetzt green? Ich will ganz kurz was machen. Ariel, mach mal diesen super tollen Trick wie deine Tochter. Das. Ja! Mach deinen super tollen Trick. Nein, nicht das. Und auch dieses wunderbare. Boah, hi! Mach! Wieso geht das nicht? Ich... Nein. Mach diesen... Oder kann es nur die... Kann es nur die... Dings? Die Melody? Anscheinend kann das nur Melody. Kann doch nicht sein, wenn die das... Wenn Ariel das kann... Muss ich einen anderen Knopf dafür drücken? Nee. Nein. Okay, leider kann das anscheinend Ariel nicht. Melodies Medaillon. Folgen wir mal diesen merkwürdig dreinblickenden Fischen. Bro? Bro? Komme ich hier nicht runter? Sieht doch aus wie so eine Höhle. Doch.
Geh, du Blöde. Ei! Okay, wartet mal. Da kommen wir also auch raus. Heilung, das ist sehr gut. Because I need it. Wir haben 3 Öffnungen, wo wir rauskommen können. Bro! Hau ab! Hau ab! Was verfolgt ihr mich? Bro. Verpiss dich! Verpiss dich! Alter. Die verfolgen einen. Ha. Gut. Ich habe mich getarnt. Er hat mich nicht gesehen. Ich bin die Camouflage. Oh Gott. So viele gefährliche Fische. Ah! Hör auf! Geh weg! Ach, guck mal, hier ist noch eine Höhle. Hier waren wir also nicht drin. Sieht halt leider alles identisch aus, deswegen kann ich das nicht so einschätzen. Okay. Ariel sammeln. Ist da noch eine Höhle? Nein, oh! Hau ab! Ah! Lass mich in Ruhe! Ist da noch eine Höhle? Ey, hier sind ja ganz viele von diesen Höhlen. Nein. Da oben konnte ich auch raus, ne? Hier gab es auch oben einen Durchweg wieder. Oder? Ja. Da liegt Heilung. Okay. Bro, ich habe dich gar nicht gesehen. Komm aus hier. Nein! Der ist ein Delfin. Warte, ich guck mal. Achso, da fehlt. Was? Da fehlt doch einer. Da fehlt doch noch eine Perle. Ich habe immer eine Perle übersehen. Perle? Unter dem Meer. Nein, wieso schwimme ich ausgerechnet in deine Arme oder in deine? Oder in deine? Leave me alone. Aua. Leave me alone. Ne, hier waren... Achso, jetzt sind wir wieder komplett am Anfang, oder was? Habe ich vielleicht komplett am Anfang etwas hier übersehen? Und warum lässt Triton es zu, dass direkt neben seinem Eingang vom Schloss ein Hai schwimmt? I mean, like, what? Ist das nicht die Höhle von Ariel? Kann ich die nicht kaputt machen oder so? Nee, ne? Ist ja nicht in meinem Durchweg, ne? Aber ich glaube, das ist die, oder? Oder ist es einfach nur so... Irgendein Stein! Oh mein Gott! Seid ihr lästig! Ah! Gott. Das ist ja hier nicht zu fassen, du. Ich habe irgendwo eine Perle übersehen. Ich weiß nicht, wo die Perle ist. Ich sehe sie nicht. Bro, ich dachte, es wäre ein blödes Loch. Geh rein. Nee, das war das da, ne? Hier war es ja nicht. Hier ist es nicht gewesen, ne? I'm searching for the right one. You don't see me, fishy. You don't see me. Ui. Ist es hier vielleicht? Habe ich hier was übersehen? Kann doch sehr gut sein, dass ich was übersehen habe, oder? Anscheinend nicht. Bro, Player, dankeschön. Hier oben vielleicht. Wie hoch? Okay. Weiter geht's nicht.
Da ist die Perle, ich habe sie gefunden. That's the price I'm paying. Ah, der bringt mich um, der bringt mich um, der bringt mich um. Bro. Da bist du ja, Kindchen. Ich hab dir schon solche Sorgen gemacht. Wie schön, du hast meinen Dreizack mitgebracht. Kluges Kind. Gib mir, gib mir, gib mir. Hey. Nicht weiter beachten, Kind. Er hat ein kleines Größenproblem. Melody, nein! Da habe ich die Melodie so gar nicht gemocht. Aber so gar nicht, ne? Ich meine, an der Stelle hatte sich, obwohl ihre Mutter gesagt hat, gib mir den Dreizack, hat sie es der Ollen da gegeben. Ich mir denke so, Kind, ich klatsch dich. Deine Krokodilstränen beeindrucken mich nicht. Ganz unter uns, Melodie, ist eine Meerjungfrau zu sein, das, was du dir erträumt hast. Was das wäre? Da hat mich die Melodie echt, echt genervt. Das muss man schon sagen. Treibeis. Seht ihr wieder die wunderbare Ariel. Aber wieder ist das Wasser so green. Ich mag das blaue Wasser. Grün ist unheimlich. So ein grünes Wasser. Treiben sich ganz schön viele Fische drum. Ich werde uns hier rausbringen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Oh nein. So, jetzt sind wir wieder Ariel. Kann ich das nicht kaputt machen oder so? Nee, okay. Die. Suche Tipp und Top, Ariel. Sie werden dir helfen, Melodie zu retten. Musst du mir nicht sagen, ich möchte mein Kind auch retten und ich bin dabei, Sebastian. Ich bin dabei. Hättest du mal auf deine Mutti gehört, wa? Ich hab mich vorbeigeschlängelt. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade sind, aber... Boah, lass dich nicht von den Qualen anfassen, Ariel. Was ist das? Ein Hundebild? Oder ein Bild von Ursula? Ich glaube, das soll ein Bild von Ursula darstellen. Kann es sein? Ich glaube, als Kind habe ich immer gedacht, das wäre ein Hund. So ein Dalmatiner. Aber jetzt, wo ich das mir so anschaue, sieht es aus wie Ursula. Weil was macht ein Bild von einem Hund hier? Also meine blühende Fantasie als Kind, ne? Ah, hör doch auf. Ach, warte mal. Melody sitzt in der Falle. Kannst du mir helfen? Melody? Wo? Melody steckt fest. Keine Angst, holde Maid. Wir helfen dir. Warte mal. Ist das jetzt schon hier direkt? Ja, die sind... Nein! Fischlein. Oh, große Fischlein. Ich hab da nicht alles gelootet. Du schnappst dir den Schwanz. Das hat gesessen. Böse Tischlein. So, ich sammle jetzt erstmal die Perle. Melody, halt noch ein bisschen die Luft an. Die Mama muss looten. Die Mami muss noch looten gehen. Sorry, Schatzi. Es ist wichtig. Siehst du? Das ist wichtig, du. Vor dem Fortschritt. So, haben wir jetzt alles so kaputt.
konnten doch hier auf die in die andere Richtung gehen, ne? Bro, das ist so verzwickt. Okay, wir haben noch was übersehen. Haben wir hier was? Oder sind wir von hier? Ich glaube, das war der Anfang, ne? Ja, das war hier der Anfang. Dann habe ich das Gefühl, oder laggt das Spiel gerade ein bisschen? Oder vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet? Bro. Was ist denn hier? Okay. Es fehlen nur noch 3 Münzen. Perfekt. Jetzt gehen wir unsere Tochter retten. Unser Loot war erfolgreich. Aua. Bin ich überträchtig? Nee, ne? Die Map ist nicht so groß. Trotzdem habe ich mich verlaufen. Hier lang. Da lang. Melody! Mein Kind! Der Eisturm. Ah, jetzt kommt der Grand Finale. Machen wir die Olle fertig. Das habe ich so geliebt als Kind, diesen Bosskampf. Fand ihn aber auch gleichzeitig richtig schwer. Wollen wir sehen, ob ich es jetzt schaffe. Achtung, ihr erbärmlichen Kreaturen des Meeres. Ich habe den Dreizack. Also, verneigt euch von mir. Okay, ich dachte, Sebastian will noch was sagen, bevor wir laufen. Bro. Okay. Okay. Ui! Das war knapp, du. So viel zum Thema, das war knapp. Und ich, das ist gar nicht mal so einfach gewesen! Die Sache ist, man rennt halt auf Kreis und auf Dreieck springt man. Und das ist halt, muss man halt so kombinieren. Und es gibt welche. Aua! Oh, der wackelt, der war wackelig, der war wackelig. Ich glaube, der war auch wackelig. Ja! Bist du wackelig? Ja, du bist auch wackelig. Ja! Okay, du bist nicht wackelig. Grenzwertig, grenzwertig. Wir schaffen das. Oh mein Gott, der wackelt auch. Ja. Yep. Ich glaube, als Kind hatte ich mich auch richtig so schwer getan, oder? Und habe ich vielleicht jetzt einfach nur diese Störung. Ey, ich war an dem vorbei. Kannst du mir nicht sagen, Melody. Du kannst mir nicht sagen. Nein, du standst doch drauf. Ist mir egal, dass es Eis ist. Und dass es wahrscheinlich ein bisschen rutschig ist. Nein, ist mir egal. Bam. Nein, zu früh. Halt die Fresse, Morgana, ey. Was? Lach nicht so blöd. Nein. Tja, hört sie nicht damit. Nein, ich hab... Gut, dass wir endlich viel Leben haben. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das hin. Can do this. We can do this. We can do this. Ganz entspannt. Wir konzentrieren uns. Jump. Jump. Everybody jump. Der ist auch wackelig. Du bist nicht wackelig. Du bist auch nicht...
Nun sind es irgendwie übrigens Sprachfehler. Finde ich es süß, dass sie da diesen Fisch eingebaut haben. Diesen kleinen Mini-Hai. Das ist ein Kinderspiel und ich bin gerade richtig am Ablosen. Und Jump! Grenzwertig. Grenzwertig. Das! Stop. Bro. Bin ich zu schnell? Bin ich zu hastig? Was ist denn das Problem? Bro. Das ist dieses... Okay, okay. Konzentration, ich konzentriere mich gerade. Ich konzentriere mich. Uff. Ui. Okay. We did it. Ja. Ui. Ah, stimmt. Ich muss jetzt erstmal. Los, mach schon. Morgana. Gib mir die Eisbälle. Auf die Nuss. Nein. Hier. Ein Eisball für dich. Komm, los. Hast du was verloren? Nein, anscheinend nicht. Hier, gucke mal, ich bin hier. Hier, wieder eins. Bro. Ah! Das ist sehr knappes Terrain, was ich hier mache. Ah! Hier! Friss das! Ich auch nicht mit dir. Wow, war das knapp. Bro, du frisst ganz schön viel. Nein, Melody. Du Blöde. Ich esse dich mit Olivenöl und einer Zitrone! Bro! Ja, Skittl, wie du heißt. Greif sie an! Teufelsrochen willst du, kleines Luder, damit anfangen? Bleib, wo du bist! Andersrum, Schätzchen! Großvater? Ich glaube, der gehört dir! Thank you.
das Ende von Morgana und Ursula. Das war's schon, ne? Das war nämlich das super tolle Spiel. Das haben wir durchgespielt. Wuhu! Wir haben aber noch diese Bonusspiele. Die würde ich auch gerne nochmal spielen. Mal gucken, was das ist. Kann ich das irgendwie überspringen oder muss ich mir das jetzt antun? Ich glaube, wir müssen uns das jetzt antun. Ich habe dieses Spiel als Kind richtig, richtig geliebt. Wieso kann ich euch nicht überspringen? Ich meine, ja, ich hatte ein super tolles Werk geschaffen für die Zeit, ja. Okay. Er fängt das jetzt von vorne an oder was? Kann ich wenigstens noch diese Bonus-Level spielen? Ich habe auch noch mehr Disney-Spiele. Cool. Lasst mich überlegen. Ich glaube, ich habe nur noch Tarzan. Habe ich noch ein Disney-Spiel? Ach, guck mal, jetzt können wir das spielen. Ach, das sind die einzelnen Level. Ach, guck mal. Das ist die Maske, Reise zu Ursula, Ursulas Kampf, Treibeis. Was ist denn das auf dem Bild? Könnte ich gar nicht erkennen. Wahrscheinlich Ursula und Morgana. Blubberspaß, was ist das? Spiel neu starten. Ne, wir machen das jetzt. Bonus Sebastians Orchester. Versuchen wir das mal. Wollen wir mal gucken, was das ist. Einfach mal diese Bonusspiele durch. Das ist alles meine Schuld. Das Orchester ist nun... Es ist schrecklich. Hilfst du mir, ihnen was beizubringen? Ach, guck mal. Das kann man sogar zu zweit spielen? Ha? Cool. Eine Krabbe meines Alters sollte längst in Rente sein, sich schön bräunen, einen Halb-Piranha trinken. Ach so. Also nur dann, wenn 3 kommt. Ach so, ich erinnere mich gerade. Ich habe Tarzan, ich habe auch das Dschungelbuch. Habe ich auch. Stimmt. Das hatte ich auch. Was war noch von Disney? Also Xena war nicht von Disney. Die Schlümpfe sind auch nicht Disney. Tiggers Winnie Pooh war... Ich glaube, Winnie Pooh ist Disney. Also Winnie Pooh habe ich. Ich habe Resident Evil. Ich habe die Tomb Raider Teile. Ich habe die Monster... Achso, stimmt. Die Monster AG ist auch noch von Disney. Okay, doch. Ich habe schon ein paar Disney-Spiele. Ich habe schon noch ein paar Disney-Spiele. Ich habe auch Harry Potter, den ersten Teil. Ich muss nur gucken, ob die auch noch funktionieren. Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt erstmal die Bonus-Level spielen, versuchen das durchzuspielen. Also versuchen das zu meistern. Los. Okay. Das war gut. Weiter geht's. Yeah. Yeah. Der Wiederholung muss ich mir jetzt nicht geben. Ja, super. Das war richtig gut. Sag mich, wie viele Runden die haben. Dicke Qualle, das war gut.
Hey, wie viele Runden hatten das? Wunderbar. Du dicke Qualle, das war gut. Runde 5, okay. Ich glaube, das hat kein Ende, kann es sein? Ist das jetzt zu Ende? Oder wie lange dauert das noch? Das spielen ja auch die ein und dasselbe Lied die ganze Zeit hier. Was soll denn das? Reicht es? Was ist jetzt? Bro! Wie viele Runden denn noch? Aber so um den Dreh spielt man auch das Dschungelbuch, ne? Da geht's nur um die Lieder. Ich glaube, das nimmt gar kein Ende, kann es sein. Oder irgendwann ist alles voll. Ich glaube, das ist dann der letzte. Los, gib mir eine volle Dröhnung, los, Sebastian, los! Ich zeig's dir! Bro. Ich glaube, das sind echt kein Ende. Unter dem Meer. Bro. Kann es sein, dass das jetzt das Endlevel ist? Bro! Los, komm. Das klingt nicht mal rhythmisch, ja? Ja, super! Das war richtig gut! Glückwunsch, du hast gewonnen, um zu beenden, drücke. Alles klar, es gibt 10 Level. Das war das Bonusspiel. Ach so, ja, genau. Dschungelbuch ist genau so aufgebaut, ne? Also auch mit. Da spielt man, läuft man die Figur nicht, sondern man muss wirklich nur die ganze Zeit diese Tasten drücken, ne? Und die singen halt Lieder die ganze Zeit, ne? Das ist das Spiel. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ich hab meinen Assistenten gebeten, meine Box rauszuholen. Weil ich habe jetzt hier ein paar Spiele, ne? Also ich habe jetzt hier die Schlümpfe. Ariel, Xena haben wir auch angefangen, spielen wir auch noch. Ich glaube, das machen wir als nächstes. Oder vielleicht die Schlümpfe. Mein Lieblings-Resident Evil-Teil haben wir auch da. Resident Evil 3 mit Nemesis haben wir auch. Das werden wir auch noch spielen. Tomb Raider habe ich den 2., 3. und 4. hier. Den 1. und 5. Boah, da weiß ich gar nicht, wo die sind. Ich glaube, genau, Monster AG hätten wir auch noch hier.
Und Tarzan. Sind jetzt nicht in diesen Originaldingern drin. Aber ich habe noch mehr Spiele. Also ich habe noch mehr PlayStation-Spiele. Jetzt ist nur die Frage, ob die dann noch funktionieren. Ich habe beispielsweise auch Harry Potter. Muss ich auch gucken, ob das noch funktioniert, weil darauf hätte ich auch Bock. Ich meine, ich muss noch gucken. Eventuell spielen wir die Schlümpfe als nächstes. Und dann Xena und dann Harry Potter. Also ich habe jetzt, momentan bin ich richtig so auf, also habe ich richtig Bock auf diese ganzen Retro-Spiele, ne? Stimmt. Wir haben auch Winnie Pooh vor uns. Auch ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, ich habe nicht die Originaldinger. Ich habe nur noch von den Schlümpfen und von Ariel die Originalbox. Von den anderen habe ich improvisiert. Das heißt, wir haben auch Winnie Pooh. Ich will all diese alten Spiele spielen. Ja, es ist zwar, es sind alles Kinderspiele, aber ich lieb's. Und ich habe halt hier jetzt noch eine Box. Da sind noch mehr Spiele, aber bei denen weiß ich nicht, ob die funktionieren. Das muss ich dann alles nochmal testen. Aber gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal weiter. Und spielen mal das nächste Bonusspiel. Wo sind diese Bonusinhalte? Hier entlang? Oder war es doch da lang? Es war doch hier entlang. Wie süß. Schneeballstreich. Auch was Neues. Ich habe diese Bonus-Dinger nie gespielt als Kind. Bin ich mal gespannt. Ja, das ist jetzt vollkommen neu. The Blind. Kann man auch zu zweit spielen. Komm, nehmen wir mal Fabius. Was ist jetzt das Ziel? Bro, what is? Muss ich die vom Eis werfen oder was? Yes. Ach cool. Das ist ja richtig cool. Und das muss man jetzt dreimal machen. Alright, geh weg. Top, geh weg. Lass mal den Bösewicht. Yes. Nein, der hat mich gleich. Nein, du bist so groß, geh weg. Kritisch Zustand. Okay, er hat sich selbst los befördert. So, jetzt nochmal. Ich muss top loswerden, er ist der größte Konkurrent. Bro, ich bin rausgeflogen. Ich war unachtsam. Das ist Heimvorteil. Tipp hat Heimvorteil. Ich halte mich raus. Nein! Bro, Alter, die haben es ja voll auf mich abgesehen. Bro. Das ist jetzt voll, der krasse Kampf jetzt. Kann sich jemand mal bitte um die anderen kümmern? Und nicht um mich? Danke. Nein, ich bin schon wieder in der Ecke. Das gefällt mir nicht. Schnell raus mit Tipp. Raus mit dir. Raus. Nein. Raus mit euch. Nein, du blöder Haifisch. Du bist so klein. Du kannst was. Nein. Das kannst du mir schon antun. Ui. Nein. Ich muss nur noch einmal gewinnen. Leute. Das kann es doch nicht sein. Hauptsache Tipp gewinnt nicht! Nein! Ich krieg das nicht hin, Alter. Was ist das? Das ist voll schwer. Das sieht vielleicht einfach aus. Das ist nicht einfach. Tipp muss weg! Oh, du blöder Haifisch. Nein, geh weg! Nein! Der hat mich in eine Ecke gedrängt. Hat der Hai gewonnen? Nee. Bro, es macht voll Spaß, dieses Spiel. Ey, Bro. Das ist gerade richtig spannend. Du blöde Haifisch. Geh weg. Nein! Bro, geh weg. Bam, Junge, bam. Ich hab gewonnen! Yes!
Hä? Wie oft? Hä? Ich hab doch die Runde gewonnen, das reicht doch. Oder wie oft muss man das jetzt spielen? Funny! Du Haifisch, bist mir ein bisschen zu penetrant. Geh weg! Ach, egal. Okay, warte, wie komme ich aber wieder raus? Zurück zu Skull Island. Das ist ja ein lustiges Spiel. Echt lustig. Cool, dass man es auch zu zweit spielen kann. Obwohl man das Spiel nicht zu zweit spielen konnte. So, da gab es noch ein drittes Bonus-Level. Das gucken wir uns auch nochmal an. Hier lang? Oder war es doch da lang? Blubberspaß! Blubberspaß? Bin ich mal gespannt. Ist das dritte Level? Aufregend. 3, 3, 2. Was möchte ich machen? Los. Was möchte ich machen? Pass auf! Was ist denn mein Ziel? Muss das oben bleiben? Oh ja! Ja, super! Das war richtig gut! 3, 2, 1, los! Muss das... Pass auf! Hä? Was ist das Ziel von diesem Ding? Bro. Achso, ich muss beides. Nein! I understand now. Okay, ich hab's verstanden. So. Ach, das ich muss erst warten, bis die das. Bro. Ah! Los, geh hoch, geh hoch. Perfekt. Ah, da gibt es 7 Level. Ach, guck mal, jetzt sind da auch Krabben. Alles klar, alles klar, alles klar. Bro, das klingt so unheimlich. Für diese Viecher. Machen wir mal 3 Blasen hin. Nein! Boah, 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 boah. Schon lustig, das Spiel, muss man schon sagen. Interesting. Ist es wieder dasselbe? Ja. Ich pass doch auf, Sebastian. Bro! Bro, Alter, wie viel haben wir schon diesen Blasen? Ja. Los, komm. Gib mir die volle Dröhnung. Los. Jetzt seht ihr es gar nicht von der Kamera, weil ich direkt vor dem Ding bin. I'm sorry. Was ist denn jetzt? Welches? Oh!
So. Machen wir drei Stück hier hin. Pass auf! Oh ja! Oh nein, okay. Pass auf! Oh ja! Das ist schwer. So, jetzt. Geht jetzt hoch. Bro, Alter, ist das schwer. Wie sollen die anderen Level dann bitte aussehen? Wenn ich schon hier Probleme habe. Bro, los. Nein. Nein, ey, ich habe so lange gekämpft. Krass. Das ist ja richtig cool, das Level. Komm, wir versuchen es nochmal. Okay. Los, komm. Wir sind bereit. Welches wird es zuerst sein? Ich muss ganz viele Blasen dahin machen. Welches? Welches? Okay. Pass auf! So. Pass auf! So, jetzt. Hä? Pass auf! Ich muss mich gerade konzentrieren, Leute. I'm sorry. Jetzt haben wir gute Chancen. Macht nicht zu groß. Los, komm. Jetzt haben wir gute Chancen. Bro! Nein! Bro, das ist ja richtig schwer. Das ist richtig schwer. Komm. Pass auf!
Hä? Ich hab's doch. Okay, los, komm, wir versuchen es nochmal. Was wird als erstes? Jetzt haben wir gute Chancen. Jetzt haben wir gute Chancen. Oh, ja. Ja, oh Gott, Alter. Das war richtig gut. Bro. Wie soll ich das jetzt schaffen, ey? Es gibt noch 3 Level. Nein! Ich war zu weit weg. Ich war zu weit weg dafür. Bro. Macht schon Spaß. Muss man schon sagen. Kommt! Ich bin bereit. So. Bro, diese blöden Klappen. Ich muss mich gerade konzentrieren. Wir schaffen das. Wir haben gute Chancen. Nein, daneben. Egal. Scheiße, ich will das jetzt schaffen. Ich versuch's jetzt noch einmal, wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Das ist echt nicht so einfach, wie es aussieht. Wenn die direkt instant kommen würden, wäre es ja halt geil, aber das machen die ja nicht. Die dauern halt, ne, auch noch. Bro, ich kann nicht mehr blasen. Ich muss mich auch auskurieren, das ist ja mal mega kacke. Jetzt ist aus im Haus hier aus. Ist vorbei, oder? Oh ja.
Der hat doch nicht so viel Energie. Los, los, komm, 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 komm. Oh, richtig knapp. Aber wir haben es geschafft. Yes. Bro. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Komm. Welches? 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 Natürlich. Das ist das größte Item. Boom. Okay, jetzt das. Komm. Bro, wieso? Wieso ignorierst du diese Blase? Komm, ich versuch's noch einmal. Ich glaube jetzt nicht, dass ich es schaffen werde. Und dann reicht's, glaube ich. Wir haben schon einiges. Wir haben das Spiel durchgespielt. Von daher. Ja, jetzt kommst du von hier, oder was? Komm. Bro! Bro! Alles klar. Reicht. Reicht. Wir haben es gut gemeistert. Wir haben es jetzt nicht bis zum Ende geschafft. Ist okay. Ist okay. Wir haben es. Wir haben die Spiele ausprobiert. Das ist aber ganz schön schwer. Das ist halt echt richtig schwer. Aber es ist, ich finde es cool, dass man sowas spielen kann überhaupt. Haben die richtig gut gemacht. Auf jeden Fall. Ja. Warte mal. Wir haben dieses Spiel durchgespielt. Das heißt, wir haben auch keine Bonus-Level mehr. Ich lege jetzt den Player zur Seite. Ist mir auch egal, wenn der jetzt Wackelkontakt und alles verliert. So, ich gucke jetzt gerade mal. Also, machen wir das mal so hier. Das machen wir mal auch weg. Genau, also ich betrachte jetzt gerade mal alle Spiele, die wir haben. Also, wie gesagt, einmal Disney, Winnie Pooh, Ariel haben wir jetzt durchgespielt. Xena und die Schlümpfe. Ich weiß nicht, waren die Schlümpfe Disney? Ich kann es nicht, ich weiß es nicht, ne? Die waren nicht Disney. Ich zähle die mal als Nicht-Disney-Spiele. Dann Resident Evil, Tomb Raider. Sind auch keine Disney-Spiele. Resident Evil ist ein Disney-Spiel. Monster AG ist eins, Tomb Raider keins und Tarzan von den Disney-Spielen her. Plus, wartet mal eine Sekunde. Ich kann ja jetzt die Kopfhörer abnehmen, wir spielen ja jetzt nichts mehr. Los, ich habe diese wunderbare Box, wie ihr hier sehen könnt. Okay, ich randaliere gerade komplett rum. So, plus diese wunderbare Box. Die ist nämlich auch voll mit PlayStation-Spielen. Ich weiß nur nicht, ob die alle noch funktionieren. Das ist die nächste Frage. Ich habe hier... Ach, guck mal. Spider-Man 2. Gott, was ist das? Guck mal, da ist sogar die Originalverpackung von Tomb Raider. So, da ist aber, glaube ich, noch ein Spiel drin. Da ist Spider-Man. Oh, ein Lucky Luke. Ich muss das echt alles austesten, ob das noch funktioniert. Also, ach, guck mal, ich habe sogar Resident Evil Survivor. Ist sogar in der richtigen Hülle drin. Das ist doch cool. Ich glaube, das funktioniert noch, ne? Dieses Resident Evil Survivor habe ich auch noch. Stimmt, das könnten wir auch mal spielen. Muss ich aber auch testen, ob es funktioniert. Jackie Chan, das Spiel habe ich auch. The Little Mermaid. Ah, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich hatte ja zwei Spiele, ne? Zwei von denen. Dann, stimmt, hatte ich so ein Skateboard-Spiel. Thrasher, Skate and Destroy. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Spiele, die ich habe. Also ich bin mal gespannt, welche davon noch funktionieren. Dann hatte ich auch noch so ein Racer Revolutions Spiel. Also sprich, ein Auto-Rennspiel. Ich habe jetzt auch hier nicht die Originalhülle.
Bei den meisten habe ich die nicht mehr. Also ich habe die echt als Kind hin und her geworfen. Nee, das war ein Film. Ich glaube, das ist ein Musikding. Weil die teilweise gehören die Sachen auch meiner Schwester. Deswegen ist es so ein Mischmasch. Nee, das ist alles. Was ist das? Nee, das ist auch ein Film. Ein Pokémon, das Spiel. Ich bin mal gespannt, ob Pokémon noch funktioniert. Muss ich auch ausprobieren. Das weiß ich nicht. Das sind auch Filme, Herr der Ringe. Ach, guck mal, Tomb Raider, das PC-Spiel. Ach, guckt mal. Wir können auch Tomb Raider auf PC spielen. Ich glaube, das ist der erste Teil auf PC. Lass ich auch mal da draußen. Ich habe so viele Sachen hier. Bro, das ist echt. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles ist. Job Now IKK Classic. Was ist das? Das ist irgendwie was von der damals von der Berufsschule auch noch oder sowas. Bro. Dann hätte ich hier Wargames. Also sprich, wenn man diese Tank spielt gegeneinander. Bro. FIFA. Einfach auch in der originalen Verpackung. Aber FIFA 2000. Bro, ich weiß noch, wo das neu war. Also wo es relativ neu war, sagen wir es so. Bro, Alter. Krass, hier steht auch noch der 1.6.2005, ne, hier auf diesem Preisding. Ich weiß nicht, das ist richtig cool. Ich weiß ja nicht, ob man das sehen kann. Aber ich guck mal, ist auch ein Regal. Ist alles staubig. Ja, aber FIFA muss jetzt nicht unbedingt sein. Machen wir jetzt alle Filme und so zur Seite, damit mich das nicht irritiert. Das ist was so Filme. Das weiß ich nicht, was es ist, aber ich lege es mal zur Seite. Herr der Ringe, lege ich auch zur Seite. Bro. Was sind das? Das sind CDs. Gehen auch mal weg. Das ist auch Film. Das waren ja alles Filme, hatte ich ja gesagt. Ne? Das sind alles Filme. Everything Filme von meiner Schwester. Nicht von mir. Was ist das denn? Das ist auch alles Filme. Ich muss mal gucken. Disney Dream Desk Flix. Ich hatte mal, ich weiß nicht was das war. Ich glaube, das war eine Kamera, ne? Diese Auswahl wie Mickey Mouse Kopf. Und da konnte man so das filmen und da hatte man diese CD bekommen. Disney Dream Desk. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Aber da war dann so, ich glaube, das konnte man irgendwie oder Videos drehen. Ach, keine Ahnung. Ich habe diese CD immer noch, obwohl ich wahrscheinlich diese Kamera nicht mehr habe. Nicht nur wahrscheinlich, sondern zu 99% habe ich diese Kamera nicht mehr. Weil das sind alles Filme. Hitman. 13. Geist. Von dem ich auch übrigens extrem Angst hatte als Kind. Ich schütze mal was hier hin. Microsoft Windows 98 CD. Lustig. Das ist auch was hier drin ist. Alter, Bro, was ist das denn? Mit Karte ist da auch noch drin. Bro. Guck mal, da ist wieder. Ich hatte noch ein. Ach, stimmt, da konnte so ein Fahrradspiel, da fährt man mit dem Fahrrad durch die City. Ich habe diesen Sinn damals nicht verstanden. Hugo! Noch ein Tomb Raider für PC, glaube ich. Das war für PC. Ne? Ich glaube, das ist das Tomb Raider 2 für PC. Oh mein Gott. Ja. Genau, das waren die zwei für PC. Das ist ein Spiel, aber ich glaube, das ist so zerkratzt. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Das weiß ich nicht, was das ist. Keine Ahnung, ist auch nur eine leere Schachtel. Bro. Und so hattet ihr doch schon mal einen schönen Einblick. Was ist denn das? Okay. Das ist jetzt. Sind da einfach nur noch Filme drin? Ich glaube, ja, ne? Kann sein, dass das jetzt nur Filme sind. Jo, das sind nur Filme. Ah ja, gut, ne? Also ich habe jetzt hier ordentlich ein bisschen rumgesucht und ein paar Sachen gefunden. Genau, das war dieses Skate-Spiel.
Ah ja, ich glaube, ich habe hier unten... Habe ich noch mehr? Stimmt, ich habe hier unten noch mehr Spiele. Das habe ich ja ganz vergessen. Dann habe ich noch Roof and Tumble. Wäre auch ein süßes Spiel. Genau, Tomb Raider 3. Ist auch da. Hier, da ist das wunderbare Jungle Book. In der Hülle von Tomb Raider 2. Und das ist das. Need for Speed, aber es ist für die PlayStation 2. Gut. Ah ja, ne, also ich habe jetzt ordentlich was. Ich werde es mal ausprobieren, was so funktioniert und was nicht. Muss ich mal gucken. Also ich weiß, welche funktionieren, die ich hier halt schon hatte und nicht die in der Box drin waren. Aber ich teste es mal aus und dann gucken wir einfach mal, was jetzt so von den Spielen, also was da was von den Spielen halt passt und was nicht, ne? So, genau, ansonsten, ja. Also ich habe jetzt hier rumgestöbert. Ich teste noch ein bisschen aus, aber ich würde sagen... So. Ich würde sagen, ich beende den Stream an dieser Stelle. Wir haben noch das tolle Spiel durchgespielt. Voraussichtlich kommt entweder Xena oder... Oh, wo ist mein Harry Potter? Das habe ich gar nicht gefunden. Mein Harry Potter Spiel. Schade. Vielleicht, keine Ahnung, ich muss noch mal gucken. Ansonsten, genau, ja, also voraussichtlich spielen mir die Schlümpfe. Oder vielleicht Xena. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht spielen wir auch Xena. Ich habe gerade richtig Bock auf Xena. Und dann schauen wir einfach mal, was wir als nächstes Projekt machen. Vielleicht einmal so ein Disney-Spiel und dann einfach so ein Nicht-Disney-Spiel dazwischen, so immer Abwechslung. Muss ich schauen oder ich gucke einfach, worauf ich einfach Bock habe. Von daher, ich gucke jetzt, wie gesagt, ich teste es jetzt noch privat aus, welche Spiele funktionieren und welche nicht. Und dann könnt ihr euch freuen auf die nächsten Retro-Projekte. Ich freue mich gerade richtig, weil ich habe richtig, richtig Bock auf diese ganzen alten Spiele. Und dann, ja, zocken wir das zusammen. Ansonsten wünsche ich euch noch eine gute Nacht, einen wunderschönen Freitag, dass ihr gut durch den Tag kommt und ein schönes Wochenende, also das lang ersehnte Wochenende erwartet. Und dann sehen wir uns voraussichtlich morgen wieder und dann machen wir auch ein paar längere, also spielen wir ein paar mehr. Hoffentlich, wenn die Technik nicht wieder streikt, spielen wir mehrere Retro-Spiele. Das ist der Plan. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Ansonsten, falls ihr mir noch nicht folgt, folgt mir gerne auf meinem Kanal. Also sprich auf Twitch, dann verpasst ihr auch nicht, dass, wenn ich online komme, dann könnt ihr bei den Streams dabei sein. Das kommt mir auch gerne auf Instagram, da kündige ich meine Streams meistens an. Vor allem, wenn es irgendwelche speziellen Sachen gibt, wie beispielsweise ich ratlos bin, welches Spiel ich spielen soll, dann gebe ich euch, sprich den Zuschauern, die Auswahl, das Spiel zu entscheiden, welches wir spielen. Und ansonsten, ja, wie oft habe ich das jetzt schon gesagt? Genau, für Verbesserungsvorschläge bin ich auch offen. Schreibt mir gerne eine Nachricht, was ich besser machen könnte oder sonst irgendwas. Ich bin für Kritik offen und dann, genau, wünsche ich euch eine gute Nacht und bis bald, meine knackigen Deinonagis. Bye, bye.